Moin moin meine Leute und willkommen zurück hier auf meinem Kanal zu einer weiteren Folge Ocean's Horn 2 für das iPad bzw. für iOS. Ja, ich habe jetzt einfach mal meinen Xbox-Controller genommen und den angeschlossen. Also wir spielen das Ganze jetzt über Controller, das ist natürlich ein Tick cooler. Jetzt kann ich hier A drücken, ne? B, okay, aber ist natürlich gut für uns. Sieht. Vielleicht kann mir jemand noch einen Tipp geben, also ich meine die... Vielleicht ist da jemand, der ein bisschen firmer ist als ich, was das ganze Aufnehmen angeht. Ich nehme ja dieses Format auf, weil es genau das Format vom iPad ist. Dieses 4:3 Format. Ich würde natürlich ganz gerne 16:9 aufnehmen. Es gibt bestimmt auch Leute, die es machen, weil sie denn ihr iPhone nutzen, was natürlich ein 16:9 Format hat. Dieses Spiel unterstützt natürlich anscheinend ja alle Formate, aber beim iPad Pro kann ich das nicht irgendwie einstellen. Weiß ich nicht. Habe ich nicht rausgefunden, wie. Deswegen spielen wir es immer in diesem 4:3 und ich mache diesen netten kleinen Rahmen hier rundherum. Wäre natürlich cooler, wenn ich es auch in 16:9 auf und dann eben Vollbild machen könnte für euch. Aber das funktioniert irgendwie nicht. Ich habe geguckt, es gibt Einstellungen, aber irgendwie kriege ich das nicht hin. Vielleicht gibt es ja jemanden, der einen Tipp weiß, wie man es machen kann. Dann mache ich es gerne darüber, denn ungern würde ich es über das iPhone spielen. Das ist mir irgendwie, weiß ich nicht. Dann muss ich ja wieder alles umändern, da habe ich jetzt keine Lust zu. So, wir gehen jetzt hier rein. Denn wir haben ja alles geschafft hier und müssen jetzt hier in die Tiefe. Das machen wir jetzt. Und geht's auch. So. Die warten jetzt ja oben auf uns. Und wir tauchen jetzt einfach in die Tiefe hinab. Ist natürlich eine Wucht mit dem Pad, das zu spielen, ist natürlich viel geiler. Als auf dem Bildschirm, das ist natürlich klar. Aber naja. Gucken wir mal. Ich glaube, ich muss da rein. Kann das sein? In dieses schöne Licht. Weiß ich nicht, ob ich da rein muss. Ich fliege jetzt schon mal rein. Nee, da muss ich nicht hin. Hier geht es vielleicht hier längs. Mal schauen. Auf der Karte sagt er ja hier längs. Dann eiern wir auch mal da längs. So. Das ist wesentlich angenehmer. Hier ist natürlich ein bisschen... Also kann ich nur empfehlen, wenn ihr PlayStation 4, glaube ich, Controller funktionieren ja natürlich auch. Xbox-Controller. Was ich schade finde, dass die Switch nicht unterstützt wird mit ihrem Pro-Controller. Den habe ich auch hier liegen. Und ich mag so, das Griff ist natürlich nicht so viel unterschiedlich zum Xbox-Controller, aber irgendwie mag ich dieses Design von der Switch, von dem Pro-Controller. Das ist einfach cool. So. Oteka unter Wasser. Das wird wahrscheinlich dieses Boss-Ding sein. Gucken wir mal, ob wir den besiegen sollen. Aktiviere das Podest für das heilige Emblem. Das machen wir jetzt. Sind wir nach oben, ne? Natürlich sein, dass gleich ein Viech kommt. Kommen wir hier hoch? Tatsächlich. Hochklettern. Sehr gut, sehr gut. Oh, warte. Was ist mit dem hier? Hühle, was ist das? Man weiß es nicht. Scheint. So, Froststein haben wir auch schon gerettet. Na ja, da können wir schon was machen. Wasserstandkontrollsystem. Ach, das Wasser steigt gerade. Okay. Gut, habe ich gar nicht gesehen. Oh, was sehen wir? Hey, open the door for us. Ah ja, don't keep us waiting. Mache ich, warte, ich komme. Öffnen wir mal das Tor für den. Kommen wahrscheinlich. Wir gehen in die andere Richtung. Irgendwo müssen wir ja hin. So, Uhr. So, da den Schlüssel, der fehlt uns noch. Den haben wir bestimmt nicht, oder? Haben wir den? Haben wir nicht. Also muss noch ein Rätsel gelöst werden. Da hinten können wir wieder hoch. Okay, habe ich gar nicht gesehen. Mal rein.
Das hier ist so ein Symbol. Können wir hier hoch? Tatsächlich können wir es nicht. Also müssen wir da irgendwas gegenschießen vielleicht. Machen wir mal. So, hier hoch. So, das Coole ist natürlich... Ich muss ganz kurz mal gucken, welche Knöpfe das... Was jetzt... Ah, guck mal hier. Das ist ja das Symbol, ne? Also wir müssen da Eis gegenschießen. Beziehungsweise einen Boden machen, damit wir da rauf können wahrscheinlich. Das ist natürlich cool hier gemacht. Das war jetzt Feuer, das war natürlich schlecht. Wollte ich ja gar nicht. Okay, jetzt. Zack. So geht's natürlich. Danke, diesem Symbol hat uns ein bisschen... Hilft ja immer so ein bisschen. Ist natürlich auch ein bisschen zu einfach, wenn man dann gar nicht mehr so viel nachdenken muss, weil man sieht ja einfach die Sachen. Aber trotzdem ist es natürlich nicht alles andere als leicht zwischendurch. Ein paar Knöpfe. Und schon irgendwas rauflegen. Beziehungsweise da müssen vielleicht meine beiden Alotris drauf. Was, ich tauche so hoch? Komm ich da nicht hoch? Wieso komme ich denn da nicht hoch? Auch die Frage, warum die anderen beiden nicht reingekommen sind. Ich habe die Tür doch aufgemacht. Dann muss ich einmal rausgehen und zu denen Hallo sagen. Na gut, wir können auch hier durchgehen. Ach, komisch, das Podest, da konnte ich gerade nicht hochhüpfen. Das war ja schon Quatsch, oder? Hier kommen wir auch nicht rein. Okay, wir brauchen auf jeden Fall die anderen beiden, sonst geht's nicht weiter. Holen wir die mal. Da drin wird wahrscheinlich der Schlüssel sein, den wir brauchen. Müssen wir einmal unsere Leute holen. Müssen wir da draußen irgendwo sein. Raus. Let's go. Ja, dann kommt man jetzt mit rein. Ach, haben die echt gewartet, bis sie abholen? This is the Hall of Birth. Inside those holes, the first Gilman were born and began their lives under the protection of Utheka. At least, that is what the legends tell us. Ihr müsst mitkommen, ihr müsst euch mich auf die Knöpfe stellen gleich. So, Gilman were born inside this thing? I wonder if all the beacons have rooms like this. So. Mal hier links. So, wo kann man hier noch einsammeln? So, pass auf, jetzt kriege ich eine Aufgabe für euch. Okay, warte mal. Da. Weiß nicht, was das bringt, aber ich glaube, wenn beide draufstehen, geht's vielleicht. Ja. Ich muss das mal außen rumlaufen. Schlüssel drin, garantiere ich. Bin ich so ziemlich sicher, dass der Schlüssel drin ist. Yes. So, dann können wir den Ortega-Kontrollraum aufmachen. Laufen noch mit hier. Ihr könnt hinterherkommen, wenn ihr wollt.
abschließen. Gibt. Ein paar Gegner. Warte mal, können wir den Taucher nicht mal absetzen? Guardian. Wir machen das gerade nicht. Der Haken können wir gerade besser gebrauchen. So, da ist ein Schalter. Jetzt. Da ist eine Kugel oben. Aber die fällt nicht raus. Fliegt das irgendwo anders hin? Okay, müssen wir wahrscheinlich mehrere Schalter gibt es hier wahrscheinlich. Oder müssen wir hier hoch? Okay. Ich kann da reinkrabbeln. Das ist ein Lüftungssystem. Hier längs. Okay. Da geht's runter. Okay, also müssen wir jetzt mal gucken. Wir müssen einmal den. Die Hügel ist da, ne? Wenn ich so mache. Dann dreht sich der Kanal, okay. Lass mal kurz so. Warte mal. Müssen wir einen anderen Weg krabbeln gleich. Aber ich glaube, wir holen uns den Gegner da vorne einmal. Moving Statues! Hier auf jeden Fall wieder ein paar Kugeln sammeln, wie man sieht. Da war eine schon mal, die können wir gleich mal holen. Die anderen Kugeln auch gleich. Oh. Ja, wir sollten nicht alles kaputt machen, damit wir noch ein bisschen was haben. Einfach mit dem Schild so. I didn't see this one coming, but we dealt with it. Klar habt ihr euch drum gekümmert, so wie ich, ne? Die beiden immer noch auf den Dings? Okay, pass mal auf. Trick. Wenn wir bald zu uns kommen. Na klar geht das dann zu, aber wir haben den Schlüssel ja, deswegen kann es egal sein. Da sind die schon. Die sind so schnell. Wo es hier hingeht. Lustig, die Musik wird so schön leise, denn, ne? Dunkel. Da ist eine Kugel. Die brauchen wir wahrscheinlich. Kann ich hier nicht haben. Da muss wahrscheinlich das Wasser abgelassen werden erst, wo ich hier irgendwas absetzen kann. So, das klappt da glaube ich nicht, das habe ich mir schon gedacht. So, eine Kugel haben wir schon mal. Wir haben jetzt dahin, wo sie hin soll. Leichtes Gewitter hier bei uns. Nun ja. Was donnert hier draußen so dolle? Gewitter. Oh, da ist die Kugel. Gut. Ruhen wir schnell. Und legen die schon mal hier hin. So, eine Kugel liegt. Die andere Kugel ist da in diesem Lüftungsschacht. Da müssen wir mal gucken. Da muss ich ja irgendwo da reinkrabbeln. Versuchen wir die zu holen als erstes. Ich habe gerade eben schon gesehen, dass ich in irgendeinen Weg da krabbeln musste. Und zur Not muss ein anderer den Schalter noch umhauen. Mal gucken.
Muss irgendwas passieren, wenn wir da reingehen? Okay, da können wir nicht einfach durch. Und da fallen wir runter. Okay. Das heißt, warte mal kurz um. In die andere Richtung laufen können. Das weiß ich ja. Jetzt können wir hier durchgehen. Zur Kugel können wir dann auch kommen. Müssen wir vielleicht woanders hinlegen, dass sie irgendwo durchfliegt? Ich weiß es nicht. Kann ich sie ja gar nicht tragen. Das ist auch der Frage, ne? Weiß ich? Ja, und runterschieben? Okay. Noch einfacher als gedacht. Dann legen wir es auch dahin. Dann gehen wir gleich in so einen Bluttest. Erstmal legen wir das Ding hier hin. So. Jetzt gucken wir mal kurz, was hier steht. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich da irgendwas übersehen habe. Man braucht drei. Okay. Hier geht es auch nochmal hoch, sehe ich gerade. Auch dumm, dass sie es so machen. Es sieht oben nicht aus wie eine Leiter, aber trotzdem kann man da hoch. Wissen wir vom anderen Gegner noch. Gehen wir da hinten hoch. Dann laufen wir da rüber. Okay. Nein! Nein! Ich kann da springen! Oh. Vollpfosten. Ja, dumm. Na gut. Ich glaube, man muss da irgendwie hin, ne? Weiß ich, ob man da hoch kann, weiß ich jetzt gar nicht. Da oben ist auch nochmal so ein Schalter, wo man schießen kann. Pass mal auf. Versuchen wir mal. Von hier. Was passiert? Da ist die Kugel, okay. Die Frage, wie die Kugel rauskommt. Also das Ding ist auf, okay, warte mal. Hab eine Idee? Wir haben uns alle mal hier auf die Dinger drauf, pass mal auf. Trin. 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 Wir stellen hier drauf. Ah, guck mal, jetzt kann man da hoch, jetzt läuft das Förderband, okay. Jetzt kann die Kugel da rausgeschossen werden, oder was? Da müssen wir trotzdem einmal hin. Warte mal. Ich laufe jetzt einmal hin, pass mal auf. Ja. Ah, raus hier. Denn. Oh, shit. Kacke, da muss man aufpassen, was man da trifft, oder was? Guardian. Jetzt gerade gemeint. Ja.
Is that it? I think we're clear. Ja, aber wir haben Amy. Scheiße, das ist gar nicht so lange. Okay, also das war auf jeden Fall die richtige Spur, aber das falsche Ergebnis. Wir müssen nochmal da hoch. Jetzt sind wir da rein. Ärgerlich. Na gut. Allzu schwer sollte das auch nicht sein. Wir müssen uns nur kurz überlegen, wie wir das am besten hinkriegen. Frei, dann können wir da hoch. Dann können wir vielleicht von der anderen Seite die Kugel schießen, dass wir auf die andere Seite rauskommen. Aha. Können wir so rüber springen? Versuch's mal. Nein, das geht nicht. Okay. Dann können wir, vielleicht können wir die abschießen. Die Kugel. Ich weiß nicht, das geht. Das ist jedenfalls. Funktioniert anscheinend. Plumps. Perfekt. Guardian. Aber natürlich würde mich das Rätsel auch nochmal interessieren, ne? Ich weiß ja nicht, was für ein Rätsel das ist. Da kommen wir ja nicht mehr rein. Wir laufen da nochmal hin. Okay. Sehen. Okay. Also das Rätsel weiß ich jetzt gar nicht, wie das funktioniert. Kugel haben wir ja da. Wenn die Kugel ja kurz mal hinstellen, hinlegen. So können wir natürlich nicht uns erstmal den Typen killen hier. Ein bisschen Leben brauchen, ne? Ich würde trotzdem gerne wissen, was das Rätsel da ist. Also das muss ich gleich mal nachforschen. Das ist sehr wichtig für mich. Auch wenn wir das jetzt aufbekommen, weil diese Laser da, das wird ja irgendeinen Grund haben. Einen guten Grund wird es haben. Wir müssen uns das auf jeden Fall angucken. Aber naja, machen wir das hier. So, jetzt geht's auf. Super. Schauen wir uns morgen mal an, wie es weitergeht. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dahin. Tschüss. Thank you.